Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel. Und jetzt nach gefühlt anderthalb Stunden Testaufnahmen, wo es immer wieder turbulent geht, kann ich jetzt voller Stolz verkünden, heute geht es raus aus diesem Irrgarten von Meore. So. Nummer 1 ist nämlich, das habe ich mir jetzt mal gut gemerkt, weil ich zuvor bin, da wieder hochzuklettern. Ah, ein Schatz. Now what? Das noch mitzunehmen kann nicht schaden. Dann geht es einmal hier rauf. Mein Lieblingsklassiker. Also ich bin den Weg nicht bis zum Ende abgegangen, so viel mal. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, das ist diese Todesfalle. Wow. Halt er doch nicht jetzt irgendwelche Musik machen. Seid ihr Kogaga? Wenn das hier alles vorbei ist, kaufe ich mir erstmal einen neuen Satz Handgranaten. Aber ich meine, im nächsten Level wird weniger gekrabbelt. Jetzt hoch. Achtung! Number one. Lila. Schnelle Weg zurück. So, jetzt gibt es hier noch einen kleinen Schatz. Den nehmen wir auch noch mit. War ein hübscher kleiner Diamant. What have we here? Dann geht es einmal hier raus. Einmal ab ins Loch. Indy, kannst du loslassen, da passiert nichts. Ich
weiß, dass hier irgendwo so lustige Schlangen waren. Da waren so Schlangengeräusche auf irgendeiner Aufnahme. Ich weiß gerade nicht, ob ihr euch erinnert, in welchem Part das war. Genau, hier geht es jetzt erstmal lang. Jetzt weiß ich es wieder. Speichern. So, und jetzt wird es interessant. Ich mache mal die zweite Fackel an. Keiner streut irgendwo Schlangen aus, wenn es nicht was zu bewachen gibt. Wie war das? Oh no. Snakes. Ja, komm, Indy. Du brauchst auch immer so eine Scheiß-Verbot, ne? Die will ich jetzt aber auch tot haben. Das müsste endgültig gewesen sein. Naja, oder auch nicht. Wir machen hier erstmal weiter. Wir machen hier erstmal weiter, Kinder. Nee, die ist da irgendwie so drin verpackt. Naja, auch gut. Stört sie wenigstens nicht. Hier gibt es natürlich auch nochmal ekligen Besuch. Look what I found. Dann nehmen wir den Smaragd noch mit. Nee, warte, hier können wir auch Feuerchen machen. Lass uns einmal krachen. Sorry, wenn das jetzt so ein bisschen komisch wirkt heute, aber wenn man so anderthalb Stunden in einem Irrgarten rumeiert, ist das mit der Laune irgendwann nicht mehr ganz so. Aber jetzt sind wir ja draußen, liebe Freunde. Und siehe da, es ist das letzte Auge. Grün. Jetzt müssen wir drei Schalter nur noch draußen aktivieren. Und dann haben wir ja die Tür letztes gesehen. Sollte sie aufgehen. Komm da raus, wenn du was willst. Ansonsten halt den Rand. Aha. An Idol. Nee, die ist da drin, ne? Die sitzt fest. Soll mir auch recht sein. Eine Schlange, die fest sitzt, kann immerhin nichts mehr tun. Und siehe da, Freiheit. Euer fucking Ernst. Wollt ihr mir jetzt ernsthaft noch die Russen auf den Hals setzen? Wo ich gerade so schön alle im letzten Teil erst gekillt habe.
fangen wir mal an. Kontostand sieht wieder gut aus. Okay. What do you see? DOS. Dann nehme ich einmal meinen Stein wieder mit. Hier muss noch ein bisschen hin und her geschoben werden, ist aber auch kein Problem. Hey! First Aid. Ach, du willst hier den? Moment, da geht noch was. Da geht noch was. Oh. Einmal schön gucken. Guckst du. Ich finde das so geil, dass sie dem Indie für jede Statue einen anderen Spruch mitgegeben haben. Das ist kreativ. So, für die letzten 100 Meter nehme ich jetzt aber den Jeep. Skorpion ist hier nirgendwo. Ja, das letzte Teil war vor allem. Ich meine, irgendwo dahin. Hier, den hatten wir, den hatten wir. Hatten wir, weiß ich. Die Pyramide hatten wir auch. Warte mal, grün fehlt. Nee, grün fehlt. Grün war doch der hier. Ah, da bist du ja. Komm hoch mit dir. Hier geht niemand verloren. Tada! Den Edelstein hätte ich gerne wieder. Einfach so als Souvenir. Man gönnt sich ja sonst. Ne? Andere nehmen, die einen nehmen eine Postkarte mit, die anderen keine Ahnung was. Ich nehme ein unbezahlbares Artefakt
was gebraucht wird, um die Minen wieder zu öffnen mit als Souvenir. Ne? Kann man mal machen. Sonst noch irgendwo irgendwas? Ja, na bitte. Genauer hinsehen lohnt sich. First Aid. Machen wir das aber auch nochmal bei allen. Du sitzt da so verdächtig, da ist doch 100 pro was. Na gut. Oder auch nicht. Das Teil hat schon bessere Tage gesehen. You know, this mine car is still in pretty good shape. All it needs are a wheel and some fuel. A wheel and some fuel. Also mit einem Reel habe ich was. Hier kommt Benzin. This thing might still run if it had some gas. Okay, ein bisschen Gas habe ich. Da kommt das Gas tatsächlich rein. Sprit. Und dann klappt das hier. Auf die Frage, warum ich gerade noch mal kurz vor Levelende gespeichert habe, manchmal ist das ein bisschen buggy. In diesem Fall aber nicht so. Chapter completed, dieser dämliche Irrgarten geschafft und ich brauche Granaten. Und da führt jetzt auch kein Weg dran vorbei, da mal für 120 Tacken Granaten zu kaufen. Medizin, die sieht noch mehr als gut aus. Die sieht gut aus. Ach, weißt du, nehme ich auch mal ein paar Bazooka-Raketen, würde ich mal sagen. Okay, wir nehmen für 210 Tacken Knallfrösche mit ins nächste Level. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, Meore ist einfach so ein kleiner Irrgarten. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Macht euch da... Da müsst ihr selber gucken, wie ihr damit zurechtkommt. Ja, ansonsten war es das für heute. Im nächsten Teil geht es dann in die wiedergeöffneten Minen für uns. Und ich sage erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.